Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Peltier vs. Kompressor. Mein Name ist Rico Steib. Ich bin jetzt seit mittlerweile mehr als 10 Jahren bei der Firma Memmert tätig und bin hier zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Peltier vs. Kompressor. Ich werde auch heute wieder unterstützt und bin nicht alleine da. Die Kollegin, die Frau Annika Müller, unterstützt mich zum Thema Kamera, ist an der Kamera heute. Und mein Kollege, der Herr Dominik Kupfer, kümmert sich heute um den Chat. Sie haben die Möglichkeit, über die Chat-Funktion eben jederzeit anonym Fragen zu stellen. Wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, stellen Sie Ihre Fragen sehr, sehr gerne. Die werden entweder direkt beantwortet oder dann eben im Anschluss. Danke erstmal, dass Sie eingeschaltet haben. Gerade zu diesem Thema Peltier, Kompressor ist schon ein intensives technisches Thema. Wir werden das heute so angehen, dass wir erstmal eine kleine Präsentation zeigen und dann im Anschluss nochmal auf die Geräte eingehen, was man jetzt hier auch im Endeffekt sieht. Wir haben hier unsere Geräte dabei heute, den ICH 110 und den HPP 400. Da werde ich dann noch ein bisschen was zeigen und zum Ende hin noch einen kleinen Test, der meines Erachtens sehr interessant ist, gerade zum Thema Peltier. Und dann würde ich sagen, starten wir eigentlich gleich direkt durch mit unserer Präsentation. Viel Spaß! Genau. Wir bei Memmert verwenden mittlerweile seit mehr als 20 Jahren Peltier-Technologie und heute möchten wir Ihnen dann auch die Unterschiede eben zu und aber auch die Gemeinsamkeiten zu unseren Kompressorgeräten vorstellen. Und zu Beginn möchten wir jetzt erstmal auf die Unterschiede eingehen und anschließend auf die Vor- und Nachteile. Und zum Schluss nochmal vereinfacht zusammengefasst, was kommt für Ihre Anwendung bzw. Ihren Kunden dann auch in Frage. Das wird so das Wichtigste sein. Wir sehen jetzt hier nochmal die Agenda erstmal mit der Peltier-Technologie und die Kompressortechnologie. Zeigen wir aber am Ende nochmal alles dann wirklich auch live über die Kamera und dann fangen wir an mit den Unterschieden der beiden Technologien. Gut, jetzt möchte ich erstmal kurz vorneweg noch eine Info zu den Peltier-Elementen. Wir starten jetzt erstmal mit Peltier-Technologie. Vorneweg eine kurze Info, wie wichtig Peltier-Elemente eigentlich im Hause Memmert geworden sind. Also sie werden nicht nur in unseren Kühlbrotschränken verwendet, sondern auch in unseren Konstantklimakammern, aber auch sogar in unseren Kompressorgeräten, eben auch um die Entfeuchtung zu regulieren. Also wir haben in verschiedensten Varianten in unseren CO2-Brotschränken werden auch eben diese Peltier-Elemente benutzt und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema bei uns im Hause Memmert geworden. Kurz zu der Geschichte zu der Peltier-Elemente und ihrer Technologie. Also vor gut 200 Jahren hat ein deutscher Physiker, der Herr Seebeck, herausgefunden, dass wenn man zwei verschiedene Metalle aneinander reibt bzw. verbindet, findet ein Stromfluss statt. Auf dieser Basis hat dann der Jean Peltier, nachdem eben diese ganze Technologie auch benannt ist, den Peltier-Effekt entdeckt. Im Endeffekt hat der Jean Peltier nichts anderes entdeckt wie eine Wärmepumpe. Und durch diesen Einfluss von elektrischer Energie pumpt man Wärme von einer Seite zur anderen. Somit wird eine Seite kalt und die andere Seite wird warm. Das sehen wir später eben bei dem Experiment nochmal sehr, sehr gut. So richtig nutzen konnte man diese Peltier-Technologie allerdings dann erst, als die Halbleiterindustrie aufkam. Erst dann konnte es richtig genutzt werden. Und im Endeffekt sehen wir jetzt hier auf dieser Grafik einen Innenraum von einem Kühlinkubator. Ein Teil des Peltier-Moduls ist in dem Innenraum, der andere Teil eben außen. Und hier wird Energie aus dem Innenraum transportiert und nach außen abgegeben. Und verändern wir eben die Spannungsversorgung, das sehen wir später auch nochmal ganz gut, drehen wir den Effekt einfach um. Also somit wird Energie aus der Umgebung außerhalb der Kammer entzogen und in die Kammer abgegeben. Das ist auch der Grund, warum der Energieverbrauch im Endeffekt im Vergleich zu einem Kompressor wesentlich geringer ist. Sehen wir später auch nochmal in einer kurzen Grafik. Gut, hier sehen wir jetzt ein aufgeschnittenes Peltier-Element. Es besteht aus zwei keramischen Platten, zeigen wir auch nochmal ganz kurz dann. Und hier sieht man jetzt auch diese Halbleiter-Elemente sehr gut. In unserer alten Generation, bevor es den IPP-ECO und HPP-ECO gab, hatten wir 127 dieser Halbleiter-Bauelemente installiert. Mittlerweile sind es wesentlich mehr, sogar doppelt so viele. Und das hat sich natürlich sehr, sehr positiv auch auf unseren Energieverbrauch ausgelöst und dementsprechend sehr, sehr gute Werte sehen wir dann auch nochmal.
Also im Endeffekt habe ich schon ein bisschen was vorne weggenommen, nochmal die einzelnen Punkte. Also ein Peltier-Element funktioniert wie eine Wärmepumpe. Energie wird von der kalten zur heißen Seite gepumpt und die Gesamtmenge der Abwärme, die auf der heißen Seite abgeführt werden muss, ergibt sich aus der zugeführten elektrischen Energie und der Kühlleistung. Und eben, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Umpolen des Stroms können wir dann wechseln zwischen Warm- und Kaltseite. Also es kann einfach getauscht werden. Fließt Gleichstrom durch das Element, baut sich eine Temperaturdifferenz auf. Kurz auch so zur Info, was wir bei uns so können, das sind um die 70 Grad oder 70 Kelvin Differenz, die wir mit unseren Peltier-Elementen schaffen. Bei Hochleistungs-Peltier-Elemente sogar bis zu 130 Grad Differenz. Die kalte Seite des Peltier-Elements entzieht der Umgebung Wärme und gibt sie an die gegenüberliegende Seite ab. Das ist eben das, was ich gemeint habe mit wirklich der Energieverbrauch dadurch sehr, sehr gering. Jetzt sehen wir hier noch eine kurze, also die Kühlleistung des Peltier-Elements. Hier haben wir jetzt die tatsächliche Kälteleistung wird gemindert, einmal eben durch die Verlustwärme, sieht man hier jetzt auch in dem Diagramm, und einmal durch den Wärmerückfluss zu der kalten Seite. Also das ist nochmal in diesem Diagramm sehr schön angegeben, auch die Differenzen eben und Delta T sehen wir hier auf der rechten Seite. Gut, jetzt sehen wir so ein Peltier-Modul. Dieses Peltier-Modul jetzt hier mit der Heiz- und Kühlseite, Arbeitsraum, Innenraumlüfter, der Außenlüfter, nochmal die Isolation, ich zeige es dann auch nochmal live. Das ist jetzt, diese Module werden tatsächlich bei unseren Kühlbrutschränken und Konstantklimakammern verbaut. Im Endeffekt haben wir jetzt von diesen Peltier-Elementen, die wir angesehen haben, teilweise 4, 6 oder sogar 8 dieser Peltier-Elemente in diesen Kühlkörpern, was wir hier sehen, verbaut. Und hier ist es eben wichtig, dass die Abwärme so effizient wie möglich auch abtransportiert wird. Dies geschieht mit einem bedarfsabhängig geregelten Innen- bzw. Außenlüft, was man hier jetzt eben in dem Bild auch gut erkennen kann, und einem ausreichend dimensionierten Kühlkörper. Also das in der Mitte des Moduls ist eben dieser Kühlkörper. Wie vorhin erwähnt, wir haben bei unseren kleinen Peltier-Elementen die Anzahl der Halbleiterbauelemente verdoppelt, mehr als verdoppelt im Vergleich zur Vorgängerversion, die bis 2021 noch gebaut wurde und jetzt somit deutlich energieeffizienter. Wir haben das Thema hier auch Abwärme, was wir eben erreichen wollten, und uns gelingt es, ca. 96% davon abzutransportieren, also sehr, sehr energieeffizient. Außerdem weitere Ziele, die wir dadurch erreicht haben, ist eben Vermeidung einer Überhitzung der Peltier-Elemente, Optimierung des Wirkungsgrads und größtmögliche Temperaturdifferenz zwischen der kalten und der warmen Seite. Gut, dann sind wir soweit jetzt mal. Vorteile, Nachteile kommen dann noch. Das werden wir zum Ende nochmal. Jetzt möchte ich erstmal noch, wie funktioniert denn eigentlich der Kompressor bei uns? Also kurz zu den Gemeinsamkeiten noch von Peltier und Kompressor. Bei beiden Seiten findet der Energiefluss immer von der kalten zum warmen Bereich statt. Bei Peltier ist es sogar in beiden Richtungen möglich, beim Kompressor nur in eine Richtung. Sehen wir jetzt dann auch auf der nächsten Folie noch. Aber im Endeffekt, was hier jetzt geschieht, ist ein Prozess vom Verdampfer, was wir in der Zeichnung hier auch sehen. Das Kühlmittel liegt gasförmig vor, wird die Energie aufgenommen. Das wird dann über den Kompressor komprimiert und das Gas somit unter Druck gesetzt. Anschließend wird dann das warme Kühlmittel, wird dann zu dem Kondensator gepumpt. Das Gas wird somit auskondensiert. Und diese entstandene Wärme wird dann an die Umgebung abgegeben. Anschließend kühlt das Kühlmittel natürlich wieder ab, geht in den flüssigen Zustand über und anschließend wird der Druck im Drosselventil wieder reduziert. Somit sinkt der Siedepunkt und der Prozess kann eigentlich vom Neuen beginnen. Es läuft immer wieder im Endeffekt im gleichen Kreislauf ab, muss aber natürlich dauerhaft laufen. Das kennt man häufig von den Kompressorgeräten. Und man sieht, bei dem Kompressor brauchen wir deutlich mehr Komponenten als im Endeffekt bei unserer Peltier-Technologie. Da ist es doch dann etwas einfacher auch zu verstehen. Gut, jetzt kommen wir dann nochmal kurz zum Peltier-Technik im Laboreinsatz. Also im Endeffekt, wir nutzen es jetzt seit über 20 Jahren, diese Peltier-Technologie, und sind davon wirklich auch sehr begeistert, werden das auch weiterhin tun. Und im Endeffekt, wo kommt sie hier zum Einsatz? Also einmal zum Heizen und Kühlen in unseren Kühlbrutschränken und Klimakammern, IPP und HPP. Dann haben wir den Vorteil, kein Luftaustausch zwischen der Kammer und der Umgebung. Kondensation beim Kühlvorgang erfolgt an der Wärmesenke, also im Endeffekt entsteht eine Feuchtefalle.
nicht im Arbeitsraum. Das heißt, es wird nach außen abgegeben und es kondensiert nicht im Innenraum. Dann noch einen integrierten Lüfter in den Peltier-Elementen. Das ist eben dieses Modul, von dem ich vorhin gesprochen habe, innerhalb und außerhalb der Kammer. Und das unterstützt eben diesen schnellen Energietransport und die optimale Temperaturverteilung. HPP und IPP Eco wurden jetzt dann Anfang 2021 eingeführt. Und da nochmal wichtig, sehen wir jetzt dann auch bei der nächsten Folie, wie wichtig das eigentlich war und was wir dadurch nochmal an Energie uns gespart haben, beziehungsweise wie energieeffizient diese Geräte jetzt arbeiten. Hier sieht man jetzt den Vergleich, also das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon von älteren Webinaren bekannt, wo wir auch über die ICH Q1A zum Beispiel gesprochen haben. Wir sehen jetzt hier die unterschiedlichen, das ist einmal der Vergleich zwischen Energieverbrauch von einem Kompressorgerät oder einem handelsüblichen Kompressorgerät. Rot markiert sehen wir unsere alten Peltier-Geräte, die eben bis 2021 auch verkauft wurden, gebaut wurden. Und im Endeffekt sehen wir jetzt hier nochmal ein Peltier-Gerät HPP 410 Eco bei den unterschiedlichen Temperaturen, also 5 Grad, 15 Grad, 21, auch hin bis hin zu 40 Grad. Und das ist wirklich unschlagbar, wenn man jetzt sieht, den Vergleich einfach mal, wie wenig Energie wir tatsächlich dadurch auch verbrauchen. Gut, jetzt zu dem wichtigsten Punkt eigentlich an sich. Welche Vorteile habe ich jetzt eigentlich durch diese Peltier-Technologie? Einerseits sind diese Peltier-Schränke, sieht man jetzt dann auch, und diese Module sehr kompakt. Ich habe keinen zusätzlichen Einbau von der Kältemaschine, wird nicht benötigt. Sie arbeiten nahezu vibrationsfrei und sehr geräuscharm. Das ist ein riesen Vorteil, gerade im Labor, wenn ich meine Proben habe und immer wieder was vibriert, kann natürlich meinen Proben auch schaden. Dementsprechend sind diese Peltier-Konstantklimakammern zum Beispiel sehr gut geeignet. Dann natürlich gerade mit Kältemitteln, es kommen immer strengere Auflagen und Klima wird immer wichtiger. Dementsprechend also verzichten wir hier auf Kältemittel und es findet nur dieser Stromaustausch statt, was dann natürlich sehr umweltfreundlich ist. Es wird keine eigene Heizquelle zusätzlich benötigt und die Temperaturzyklen können mit der gleichen Heiz- und Kühleinheit gefahren werden. Und sie reagieren unmittelbar und ohne Kühlmedium, also sind wir wieder beim Thema Kältemittel und daher äußerst präzise regelbar. Das sind wirklich die wichtigsten Vorteile, die wir eben bei dieser Peltier-Technologie haben. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Kompressortechnologie im Laboreinsatz. Also wir haben es bei uns in unseren ICPs und ICHs eben diese Kältemittel oder diese Kompressoren verbaut. Die Technik, die ich vorhin schon mal erklärt habe kurz. Und hier sehen wir eben und dieses geschlossene System. Kühlaggregat und Heizung in einem umlaufenden Luftmantel. Das sieht man jetzt hier eben schön rot markiert und blau markiert. Wir haben den Heizkreislauf durch einen Ringheizkörper. Das sehen wir dann auch nochmal auf der nächsten Folie. Und den Kühlkreislauf. Also im Endeffekt haben wir beides hier verbaut. Wir haben zusätzlich Abtauzyklen, die wirken dem Zueisen des Verdampfers entgegen. Wir sehen den Verdampfer dann auch nochmal. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Und auch in unseren Kompressorgeräten nutzen wir eben diese Peltier-Feuchtefalle an der Rückwand, um die Feuchte zu regulieren. Also jetzt gerade beim ICH. Gut, dann schauen wir uns das Ganze nochmal etwas näher an. Also hier geht es jetzt dann wirklich um die Heizung, um die Heizfähigkeit. Wir sehen hier oben verbaut diese Ringheizung, die ist unterhalb des Elektronikkastens verbaut und die sorgt eben dafür, das brauche ich bei der Peltier-Technologie nicht, die sorgt eben für diese großflächige Rundumheizung. Wir haben auch hier natürlich sehr, sehr gute Temperaturverteilung. Wir vermeiden diese Hot-Cold-Spots, nennen wir es hier, also im Endeffekt, dass wir hohe Abweichungen haben, hohe Toleranzen. Das möchten wir natürlich möglichst vermeiden und sehr genau arbeiten. Wir haben keinen direkten Kontakt zwischen dem Beschickungsgut im Medium, was wir im Schrank haben, und der Heizung. Und wir haben, das ist ein großer Unterschied, viele nutzen den Lüfter sehr gerne, müssen den Nutzer im Endeffekt auch nutzen häufig. Und da haben wir hier ein einstellbares Umluftgebläse, was wir wirklich tatsächlich in Prozentschritten regeln können, in Zehnerschritten regeln können. Ansonsten gehen wir jetzt mal zur nächsten Folie, wo wir dann eben auch den Kühlkreislauf nochmal sehen. Hier sieht es etwas anders aus. Hier haben wir eben seitlich rechts den Verdampfer immer verbaut. Das ist auch häufig der Grund, warum wir hier Schwierigkeiten haben mit irgendwelchen Durchführungen. Wir haben eine großflächige Rundumkühlung. Auch hier natürlich sehr gute Temperaturverteilung, keine Hot-Cold-Spots, kein Kontakt zwischen dem Medium und Heizung und ein einstellbares Umluftgebläse. Man sieht hier auch nochmal ganz gut, die Luft zirkuliert um die Kammer herum.
Wie bereits vorhin erwähnt, eben über den Verdampfer, dann zum Kondensator und somit immer dieser wiederkehrende Kreislauf im Endeffekt. Okay, dann nochmal Vorteile auch der Kompressortechnologie. Hier geht es jetzt wirklich drum, und das ist auch die Frage, die wir unseren Kunden stellen müssen. Es geht, bringen Sie zusätzlich Temperatur in den Schrank ein? Öffnen Sie sehr häufig die Temperatur? Natürlich sind die Kompressoren leistungsstärker, deswegen auch schnellere Temperaturwechsel, die stattfinden können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir beim Kunden erfragen müssen. Welche Anwendungen möchte das Ganze dann im Endeffekt auch nutzen? Und wenn wir da, also wirklich Tür öffnen ist ein großer Faktor, wenn wieder Wärme eingebracht wird und wir müssen schnell wieder zum Beispiel auf 5 Grad herunterkommen, nur als Beispiel. Wir bringen irgendwelche elektrischen Elemente noch zusätzlich mit ein. Dann unbedingt auf diese Kompressortechnologie vertrauen, weil dafür ist sie im Endeffekt auch da und da können die Peltier im Stand heute noch nicht ganz mithalten. Genau. Ansonsten jetzt nochmal, das ist so für mich persönlich mein Highlight und die wichtigste Folie, weil das sind die Entscheidungskriterien, an denen man sofort erkennt, reicht vielleicht ein Peltiergerät aus, brauche ich den Kompressor, für was kann ich mich im Endeffekt entscheiden. Also Temperaturhomogenität und Konstanz, wie gesagt, können beide sehr, sehr gut, sowohl die Peltier-Technologie als auch der Kompressor. Aber ganz, ganz wichtig, wenn ich Wärme mit einbringe, wenn ich häufig die Tür öffne, dann sind es wichtige Faktoren, die ich hier berücksichtigen muss. Aufheiz- und Erholzeiten, auch wichtig. Die Peltier-Elemente sind gerade für die Konstante bekannt. Aufheiz- und Erholzeiten sind natürlich geringer bei den Kompressoren, weil es einfach zusätzlich eine Heizung angebracht ist und das Ganze einfach schneller funktionieren. Dann die Laufruhe und Geräuschpegel, also auch gerade der Geräuschpegel. Man vermutet es immer nicht, Mensch, das steht halt im Labor und arbeitet. Der Kompressor muss halt bis 40 Grad ständig arbeiten und läuft. Und da merkt man schon einen deutlichen Unterschied im Endeffekt. Man kennt es vielleicht auch von seiner Gefriertruhe zu Hause zum Beispiel. Da hört man einfach immer was. Klar hört man auch bei den Peltier-Elementen was, aber es ist deutlich, deutlich ruhiger, die Laufruhe ist besser und der Geräuschpegel niedriger. Und deswegen also da auch beim Kunden erfragen, wenn das ein wichtiger Faktor für ihn ist und er sitzt vielleicht den ganzen Tag daneben, dann definitiv die Peltier-Technologie. Umgebungstemperatur und Temperaturbereich, das ist klar, das muss ich beim Kunden eigentlich bei jedem Gerät erfragen, was er damit machen möchte. Dementsprechend also wieder das Thema schnellere Erholzeiten, schnelleres Abkühlen mit Kompressoren. Wenn er konstant lagern möchte, dann gerne auch mit Peltier. Und natürlich auch Kältemittel. Viele Firmen möchten schon gar nicht mehr mit nichts mehr mit Kältemittel zu tun haben und wechseln deshalb auch auf die Peltier-Technologie, so gut es geht, weil gerade das Thema Nachhaltigkeit immer, immer wichtiger wird und gefordert wird auch. Dementsprechend dann ganz klares Plus für unsere Peltier-Technologie. Und auch das Thema Service und Wartung. Ein Kompressor braucht eben Wartung, die bieten wir gerne auch mit an. Braucht ein Peltier-Element im Endeffekt nicht. Also klar, auch unsere Peltier-Schränke müssen gewartet werden, aber ein Kompressor, da muss mal Kühlmittel getauscht werden. Es gibt da strenge Vorschriften und eine Wartung ist deutlich intensiver als bei unseren Peltier-Technologien. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Dann würde ich ganz gerne in die Live-Demo wechseln. Ich werde einmal den Tisch kurz zur Seite nehmen, dass man es dann auch besser sehen kann. So, und dann beginnen wir einfach mal mit dem Kompressor. Wir haben jetzt hier letztendlich einen ausgebauten Kompressor, ein ausgebautes System. Also wie ich es vorhin angesprochen habe, hier haben wir jetzt den ICH 110 und hier das zusätzliche ausgebaute komplette System von uns. Also wir sehen jetzt hier einmal seitlich rechts angebracht, wie ich es vorhin gesagt habe, wird es hier eben verbaut. Ich werde jetzt auch mal den Schrank einmal umdrehen. So, also ich möchte erst mal kurz erklären, was haben wir denn hier? Es sind jetzt viele Wörter gefallen. Ich möchte erst mal einmal kurz hier seitlich erklären noch, was haben wir hier im Endeffekt? Wir haben einmal hier seitlich den Verdampfer, der rechts in der Seitenwand verbaut ist. Dann haben wir hier im Endeffekt den Kondensator nochmal und hier den Kompressor. Also hier, man sieht diese ganzen Ringheizkörper, wo dann im Endeffekt auch das Kältemittel durchgeleitet wird. Und das ist eben der Kreislauf, den ich vorhin schon mal beschrieben habe. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt, wo ist das Ganze dann im Schrank tatsächlich verbaut? Also wir sehen hier unten jetzt, sehen wir nochmal den Kompressor verbaut, hier seitlich, jetzt muss man sich spiegelverkehrt vorstellen, jetzt links natürlich und hier wird das ganze System dann verbaut und hier durch diese
diese Leitungen verläuft im Endeffekt das Gas dann, beziehungsweise das Kühlmittel. Vorteil, ganz klar, wo ich vorhin nochmal angesprochen habe, platzsparend im Endeffekt. Bei Peltier fällt schon mal dieser komplette untere Teil weg, weil ich eben meine Peltier-Elemente an der Rückseite habe. Beim Kompressor unten, dadurch werden die Geräte etwas höher. Und was ich als kleinen Nachteil empfinde, aber wirklich nur kleine Nachteile, ist eben mit den Durchführungen. Wir müssen hier mit dem Verdampfer natürlich aufpassen. Da können wir keine Bohrungen anbringen. Aber das ist ein kleiner Nachteil, weil wir haben natürlich noch die andere Seite. Wir haben in der Rückwand die Möglichkeit. Also im Endeffekt hier einmal zum Kompressor und einmal, dass wir das System an sich auch mal gesehen haben im ausgebauten Zustand. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal direkt weiter zu den Peltier-Elementen. Wir haben jetzt einmal hier ein großes Peltier-Modul, das auf der Rückseite des HPPs, IPPs verbaut ist. Wir haben mittlerweile deutlich weniger verbaut in der Rückwand, weil sie eben deutlich energieeffizienter sind und arbeiten. Hier auf der Rückwand werden sie angebracht im Endeffekt, werden da auch im Innenraum, kann man es dann nochmal kurz zeigen, wie viele Elemente oder Peltier-Module da tatsächlich verbaut sind. Dafür mache ich einmal kurz die Türe auf. So, sonst spiegelt es wahrscheinlich. Und hier sehen wir jetzt eben diese zwei großen Peltier-Module. Man sieht jetzt hier den Lüfter, das ist einmal nach innen eingebaut. Nach außen natürlich sieht man es auch im Endeffekt. Und was jetzt vielleicht noch auffällig ist, rechts neben diesen Peltier-Modulen sind eben so diese kleinen zur Entfeuchtung beziehungsweise zur Regulierung der Feuchte, sind diese kleinen Peltier-Module verbaut. Man muss sich vorstellen, in allen diesen, egal ob in diesem Modul oder in diesem kleineren Modul, sind immer diese kleinen Plättchen verbaut. Diese Keramikplättchen, was wir uns gerade mal angesehen haben, sind hier immer verbaut. Und wir versuchen, die Abwärme so gering wie möglich zu halten, dadurch eben auch diese Energieeffizienz zu gewährleisten. Und dafür haben wir sie dann eben seitlich noch verbaut. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut. Okay. Und dann mache ich das einmal wieder zu. Und dann würde ich nochmal ganz kurz zu dem Test übergehen. Wir haben hier etwas vorbereitet. Ich hoffe, es funktioniert auch. Ist ja im Endeffekt eine Live-Demonstration. Deswegen möchte ich einfach ganz kurz mal ein Peltier-Element zeigen. Wir haben jetzt hier einfach ein Element eben mit der Keramik zusammengebaut und möchten dadurch eben kurz was vorstellen. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal, das ist ganz normales Wasser mit Lebensmittelfarbe. Gut. Dann schalte ich im Endeffekt dieses Peltier-Modul an oder dieses Peltier-Element. Hier haben wir jetzt die kalte Seite. Also wir haben vorhin gesagt, eine Seite wird kalt, eine Seite wird warm. Ich nehme jetzt hier einen kleinen Draht und das... Okay, ist schon gefroren. Also man sieht jetzt hier, es ist direkt gefroren, der Draht steht und dementsprechend Test hat funktioniert. Jetzt gehen wir her und wechseln einmal kurz die beiden Elektronen aus. So. Tauschen das Ganze einmal, ändern dadurch die Stromspannung und gehen dann nochmal zur Seite. Man sieht, der Draht löst sich. Den nehme ich jetzt einmal runter. Und jetzt sieht man, jetzt bilden sich langsam Bläschen. Also das Wasser fängt tatsächlich auch das Kochen an. Und das ist jetzt eben diese warme Seite. Nur durch diese Spannungsversorgung, die wir einmal jetzt gewechselt haben, fängt es gerade noch im gefrorenen Zustand, fängt es jetzt das Kochen an. Also es ist eine ganz gute Demonstration. Häufig, wenn wir tatsächlich Schulungen auch bei uns im Haus haben, nutzen wir das Ganze, diese Peltier-Elemente auch, um dann zu zeigen, also warm, kalt, das merkt man an den Fingern sofort, ohne dass es zu Verbrennungen führt. Aber das ist eben diese Peltier-Elemente. Und da sind bei unseren Modulen so zwischen 4 und 8 Peltier-Elemente verbaut, je nach Größe auch dieses Moduls. Und das nutzen wir eben aktuell sehr, sehr gerne. Nochmal kurz zusammengefasst, also was ist für Sie am wichtigsten jetzt da bei dieser Peltier-Technologie beziehungsweise Kompressortechnologie? Wichtig ist einfach beim Kunden zu hinterfragen, was möchte er tatsächlich damit erreichen? Braucht er diese schnellen Temperaturwechsel,
Oder reicht ihm aber auch diese konstante Temperatur? Wir können natürlich auch Zyklen fahren mit unserer Peltier-Technologie. Allerdings schneller sind wir im Endeffekt mit einem Kompressor. Also energieeffizient arbeiten, definitiv Peltier-Technologie. Wenn allerdings nicht anders möglich, da wir eben diese Zyklen brauchen, da wir Wärme zusätzlich mit einbringen, mehrere tausend Watt zum Beispiel, dann haben wir das Problem, da wird Peltier nicht mehr ausreichen. Dann müssen wir auf den Kompressor wechseln. Deswegen, das sind so die entscheidenden Kriterien, was Sie Ihren Kunden hinterfragen können, was Sie sich hinterfragen im Einsatz direkt. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesen beiden Modellen, was wir bei unserem Haus haben. Also wir verwenden Peltier mittlerweile sehr, sehr häufig und sehr gerne, aber haben natürlich auch weiterhin die Geräte mit unseren Kompressoren im Einsatz. Gut, ansonsten, es wird jetzt dann noch zusätzlich ein White Paper hochgeladen, wo Sie alles nochmal auf einen Blick sehen können. Die Präsentation steht jederzeit zur Verfügung. Geben Sie es auch gerne an Ihre Kollegen weiter. Es ist jederzeit, Sie können sich das in Ruhe auch nochmal anschauen über die Webseite. Der ein oder andere hat mich schon angeschrieben, er kann leider nicht live teilnehmen. Das ist schade, aber trotz allem nutzen Sie gerne die Möglichkeit jederzeit unter www.memmert.com. Können Sie sich das Ganze nochmal im Login-Bereich ansehen. Auch unsere alten Webinare, machen Sie da wirklich nochmal Werbung dafür, weil ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, da auch nochmal für neue Mitarbeiter, für alte Mitarbeiter, das Ganze nochmal zu schulen und wirklich nochmal in Erinnerung zu bringen. Laden Sie sich das White Paper gerne runter. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei mir, bei meinen Kollegen, bei Ihrem zuständigen Außendienstler. Die werden Ihnen dann mit Sicherheit weiterhelfen können. Und ansonsten war schön, mal wieder vor der Kamera zu stehen. Immer wieder was Neues, was Aufregendes, was Besonderes. Und hofft, dass wir uns dann zeitnah auch wieder auf Schulungen sehen. Wir haben dieses Jahr ganz, ganz viele Messen. Würde mich freuen, wenn Sie da auch vorbeischauen in Deutschland. Wenn Sie irgendwie Karten brauchen, melden Sie sich bei uns jederzeit. Und würde mich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald mal wieder persönlich sehen. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, Sie dann bald wieder zu sehen und bis bald. Danke.